Tandem-Duo. Wir haben uns mal nach langer Zeit eine neue Kamera zugelegt. Das ist immer noch eine GoPro. Das ist jetzt, davor hatten wir die GoPro Hero 8 Black und jetzt haben wir eben die 11 Black. Ist im Großen und Ganzen fast das gleiche, hat mehr Megapixel einfach. Hat da vorne jetzt auch noch ein Display, dass man sieht, was man filmt, wenn man sich auch selbst eben filmt und alles. Hat wohl zwei Mikrofone, so wie es aussieht, aber so im Großen und Ganzen die Bedienung und alles ist das gleiche wie bei der 8er. Das Touch finde ich noch ein bisschen besser besetzt. Die 11er hat jetzt neue Akkus, auch schon bei der 10er. Das sind Endura-Akkus, die sind ein bisschen größer und dicker, haben auch mehr Kapazität und sollten auch besser bei Kälte sein. Also jetzt haben wir hoffentlich keine Probleme mehr bei Kälte. Das ist das Ladegerät. Also die sollen bis minus 10 Grad, glaube ich, gehen. Die anderen waren bloß bis 0 Grad. Uns hat es einfach nur langsam genervt, dass... Also erstens hat sich schon mal der Display hinten war ein bisschen kaputt, hat an der unteren Ecke schon lange ein Hicks. Bisschen einen Hicks gehabt. Der war aber nicht schlimm. Aber jetzt seit neuestens ist quer drüber ein Riss. Die Bedienung war eigentlich schon immer scheiße bei der Achter, muss ich sagen. Also ja, da hat man sich zu Tode gedrückt. Voll, da musste 10-mal wischen und machen, dass die überhaupt reagiert hat. Dann ist sie ja manchmal einfach nicht angegangen, muss man Akku raus reintun. Dann ist sie wieder gegangen und ja, hat so auch oft mal Software und so Probleme gemacht, hat sich aufgehängt beim Ausgehen und alles. Also so langsam wurde es mal Zeit, jetzt haben wir eine neue. Ah, das sieht man doch gerne, dass überall schöne neue Straßen gebaut werden. Mit Gehweg und Radweg. Da sind wir wohl noch zu früh da, oder? Ja. Ah, da ist die Kamera. Grauen aller Fahrradfahrer. Mann, und dann auch noch einer von der schlimmsten Sorte. Hoffentlich geht das jetzt nicht noch 6 Kilometer so. Voll. 6 Kilometer sollen wir jetzt auf der Straße bleiben. Aber jetzt ist erstmal Pause, jetzt ist 11:30. Jetzt sind wir schon 2 Stunden unterwegs. Die ganze Zeit an der Hauptstraße. Da dachte man, jetzt biegen wir ein in der Nebenstraße. Pause, aber ja, wollte ich das eigentlich noch hinter uns bringen, dass wir das Kopfsteinpflaster hinter uns haben, aber vielleicht nach dem nächsten Dorf. Heute haben wir richtig, richtig schönes Wetter und auch für die ganze Woche hat es richtig schönes Wetter eigentlich gemeldet. Ja, kein Regen. Kein Schnee, keine Minusgrade. 25 Grad heute sogar schon. Wir laufen da uneingezäunt. Nicht, dass sie jetzt hier rüber rennen. Und zack sind sie im Gebüsch verschwunden. Ist doch alles gut.
Heute mussten wir das erste Mal den Hänger vom Fahrrad trennen, um eine Strecke zu überwinden. Die war so matschig, wir sind da so drin stecken geblieben. Das ging nur getrennt leider. Jawohl, die Bremse ist auch weg. Bleiben wir jetzt hier. Ja, ich habe die Schnauze voll heute. Bin eben noch mit meiner Wunde, ich habe eine kleine Wunde unterm Fuß, voll in eine Brennnessel getreten. Das war richtig toll. Sowas passiert auch nur mir. Na, heute Nacht hätten wir ja gar keinen besseren Zeltplatz erwischen können. Wir sind ja von da unten gekommen. Da war die üble Straße, was uns Komoot hier hochgeschickt hat. Vielleicht auch bloß, damit wir nicht so außen rumfahren müssen. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt eben nicht. Das sah irgendwie nicht so aus, weil sonst hätten wir auf der Hauptstraße fahren müssen. Aber dafür kam hier keiner runter, ne? Hier wird auch nie einer runterfahren, weil unten kann hier auch keiner mehr fahren. Die unten ist die Straße kaputt. Die fahren jetzt alle über den Fahrradweg zu dem Haus dahin. Das war wenigstens gut für uns. Wir hatten die Ruhe da. Aber heute ist dafür viel Wind. Mal schauen, was kommt. Wir fahren heute auch viel an der Hauptstraße. Ich hoffe, da ist ein Fahrradweg. Ja, schauen wir mal. Da vorne auf dem Weg läuft Daniel mit dem Wassersack. Wir sind hier gerade in irgendeinem so kleinen Kaff und haben gesehen, dass da eine Kirche ist. Auf der Suche nach Wasser hatten wir da keinen Erfolg. Dann haben wir aber gesehen, dass auf der anderen Seite so ein Weg da hochgeht und so hinter den Bäumen hatte ich schon vermutet, dass da wohl der Friedhof sein könnte. Und jetzt, wie wir hier auf diesen Parkplatz gefahren sind, sehen wir das auch. Da sind Grabsteine. Ja, ich schätze mal, dass wir da heute unser Wasser herbekommen. Mit ziemlich großer Sicherheit. Da unten ist noch so ein schöner Pauseplatz in so einer Senke, von der Straße aus gar nicht sichtbar. Das haben wir auch jetzt erst entdeckt. Aber ich denke nicht, dass wir da bleiben werden. Wir wollen irgendwo nicht im Kaff, sondern ein bisschen abseits. Schauen wir mal, was wir dann heute noch machen werden. Ich sehe keinen auf dem Boden. Ah. Bloß nicht in Brennnesseln treten. Also wir sind gerade auf der Suche nach einem Stock.
falls wir heute Nacht mal pieseln müssen. Weil wir haben festgestellt, dass es in Pullen anscheinend doch mehr Schlangen gibt, als wir dachten. Daniel hat jetzt am Straßenrand schon mehrmals Tote gesehen, ein-, zweimal. Und eine lebendige. Und als wir hier unseren Zeltplatz ausgemacht haben, habe ich im Gebüsch auch eine kriechen hören. Deswegen besorgen wir vorsichtshalber einfach mal so ein Stecken. Das ist unser Zeltplatz, den wir auserkoren haben. Ist einfach mitten im Wald so eine kleine Wiesenlichtung. Wir haben eigentlich bloß Pause gemacht, so um, was war es, 1:30 oder so. Da unten ist nämlich ein Pauseplatz, ein Rastplatz direkt an der Straße. Und dann bin ich diesen Weg hier hochgelaufen. Der ist ein bisschen zugewuchert, aber man kam gut durch mit dem Fahrrad. Und hier ist eine flache, schöne Stelle. Dann haben wir gesagt, bleiben wir doch hier. Ja. Und dann haben wir jetzt den ganzen Nachmittag eigentlich hier vertrödelt und rumgegammelt. Und jetzt kochen wir mal was. Heute Abend gibt es was richtig Gutes. Frische Pilze in einer Pilzsoße mit leckeren Nudeln und Zwiebeln. So, jetzt gibt es wieder mal eine kleine Planänderung. Und zwar ist gestern von einer, ich habe hier eine Brücke und da ist eben das Brückenglied abgebrochen. Jetzt müssen wir zum Zahnarzt. Da muss wohl eine neue Brücke gemacht werden. Das braucht wieder ein paar Tage. Wir haben uns gestern schon gewundert, warum das so extremst quietscht. Scheiße, die ist weg. Und jetzt stellen wir fest, dass eine Schraube fehlt. Anscheinend gibt es dann wohl doch in unserer Zwangspause noch ein bisschen mehr zu tun. Zeltgummi müssen wir auch noch besorgen für die Stangen. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum, bevor wir losfahren. Da unten ist Wald. Alles Wald. Ja. Gut, scheinbar brauchen wir doch keine Zwangspause. Also ich hoffe, es hält. Wir waren jetzt bei der Zahnärztin und sie hat gemeint, ja, ist halt gebrochen. Und hier habe ich halt gefragt, ja, neu, oder dann hat sie es halt repariert. Ja, sie wollte erst, dass er halt auf der Seite nichts Hartes ist und sich an sein Haus, an seinen Zahnarzt wendet. Haben wir ihr erklärt, dass das nicht möglich ist, weil wir jetzt 6 Monate unterwegs sind und nicht nach Hause kommen. Und dann hat sie es eben provisorisch irgendwie repariert, hat auch gesagt, das ist keine so eine große Fraktur. Und natürlich, jetzt musst du aufpassen mit Essen, aber es... Nicht voll drauf beißen, aber... Vielleicht hält es, bis wir wieder daheim sind. Ja, und dann kannst du sie mir wieder neu machen. Ja, und dann mache ich dir eine neue. Diesmal aus Gold, dann hält es auch. Aus Vollgold, kann nichts passieren. Echt mal. Ja, und da müssen wir jetzt noch, haben wir schon ausgemacht, wo wir einen Baumarkt finden. Baumarkt endlich mal für den Gummi. Weil das ist echt stressig mit dem Zeltgestänge ohne Gummi. Und wir brauchen noch was im Baumarkt. Ja, wir brauchen noch die Schraube, die da, die Mutter hat sich ja gelöst. Da müssen wir eine neue Mutter besorgen. Die Mutti. Und dann eigentlich bloß eben einkaufen, was zum Essen und Wasser. Und dann können wir schon weiter. Mhm. Schauen wir mal, wir haben jetzt 12:30, wie lange wir für das alles brauchen und wie weit wir heute noch kommen. Super Baumarkt, wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Wir haben ein Zeltgummi und wir haben auch eine Mutter. Und mehrere. Wir haben nämlich schon mal vorgesorgt diesmal. Und Beilagscheiben haben wir auch, Unterlagscheiben.
Ja, yeah. Jetzt müssen wir nur noch was zu essen kaufen. Ich kriege auch langsam schon Hunger. Mhm. Und dann müssen wir noch mal kurz was erwähnen. Es ist sehr interessant, dass die junge Dame in dem Baumarkt Englisch verstanden hat und auch Englisch sprechen konnte, aber die Zahnarzthelferinnen alle nicht. Ja. Komisch. Da kommt es doch nicht auf den Beruf drauf an, wie gebildet man ist. Ach ja, und noch was. Und die Reparatur hat bloß 50 Euro gekostet. 200 Zloty. Ob es jetzt bloß ist oder, ja, eigentlich geht's. Und auch der Einkauf jetzt im Baumarkt waren keine 10 Euro. Ja. Jetzt sind wir hier vorm Bidronka. Das ist irgendwie unser Lieblingsladen, weil die haben gute Schokorosinen. Wir stehen hier vor einem klitzekleinen Problem. Geh mal aus dem Bild. Da ist der Überweg eingestürzt. Vermutlich durch das Wasser, das hier bis an den Wegrand reicht. Es steht hier ziemlich hoch und da ist es halt abgesackt. Angeblich läuft hier eine richtige Straße. Mhm, ist aber eine grüne Straße. Ja, da müssen wir jetzt zurück und auf der Hauptstraße entlang. Oder wie geht es da drüber? Das ist nämlich nicht mehr weit. Ja, dann koppeln wir wieder den Hänger ab. Dann tragen wir das rüber und das Fahrrad kriegen wir rüber, wenn wir auch die Taschen abmachen müssen. Okay, steht's da hinten? Dann lass los, dann schiebe ich jetzt. Gut. Ah, schade. So sieht es hier aus. Naja. Gemeistert. Einen vollen Wassersack haben wir jetzt endlich auch. Wir haben zwar keinen Friedhof gefunden, aber wir haben einfach nette Leute gefragt, die in der Auffahrt standen. Und jetzt haben wir uns hier auf so einer schönen Wiese erstmal niedergelassen. Da werden wir wahrscheinlich auch zelten, gehe ich mal ganz stark von aus. Kümmern wir uns jetzt erstmal ums Rad, weil die Kette ist irgendwie ein bisschen locker. Und wir haben so eine komische Delle im Reifen. Die haben wir jetzt schon länger, obwohl wir schon alles mal getauscht haben, auch den Mantel. Wir wissen nicht, woher das kommt. Müssen wir auch noch mal gucken. Und dann müssen wir den Hänger natürlich noch reparieren, noch die neue Schraube anbringen. Ja, also wie ja schon erwähnt, ist hier innen drinnen das gerissen. Da haben wir jetzt mal ein neues reingemacht. Kein Gummi, das ist unser Problem, weil dann zieht es das nicht mehr zusammen und wir müssen die jetzt alle zusammenstecken und am Ende bleibt halt dann so eine Schnur übrig. Und es ist ziemlich kompliziert, dann wieder zusammenzustecken. Was vielleicht manche nicht wissen, ist, dass man das auch eigentlich selber reparieren kann. Ich habe es am Anfang auch nicht gedacht. Aber ich habe hier dann die Kappe runterbekommen. Habe es ein bisschen am Anfang mit einem Messer aufgemacht. Die war echt gut draufgepresst. Das war mal Werkzeug. Da hatte ich es schon mal offen. Ich bin hier einfach rundherum mit einem Messer rein, weil das war wirklich gut draufgepresst. Das werde ich wahrscheinlich jetzt gut runterbekommen, genau. So, und dann ist er hier hinten einfach bloß mit den Knoten dran. Dann hat man da ja schon mal die eine Seite. Ich bin einfach hier reingegangen. Ich weiß, das ist nicht gut für ein Messer. Ich benutze ja auch ein altes Taschenmesser, was wir nicht so oft brauchen, wo ich jetzt auch nicht unbedingt schneiden muss. Und schaue, dass ich da einen Spalt hinbekomme. Aber ich mache mir sozusagen fast schon einen neuen Spalt. Machen ein bisschen dicker sozusagen,
dass ich dann mit einer Zange hinkomme. Jawohl, so ist es dann da hinten. Machen wir auch einfach wieder weg. So, gut, jetzt nehmen wir dann die neue Schnur. Ist auch ein bisschen dicker als die alte. Vielleicht hält sie dann ein bisschen besser. Ist auch recht stramm. Und jetzt geht's da durch. Doch. Passt durch. Jetzt machen wir da wieder einen Knoten rein. Machen wir den Deckel zu. Der ist drauf. Das kann man gut ziehen. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimmste. Jetzt habe ich das. Jetzt müssen wir das erstmal entwirren. Das sind übrigens 10 Meter Gummi jetzt. 10 Meter, Mann. Das ist das Ende. Dann müssen wir jetzt damit anfangen. So rum. Mit den Abmessen muss man dann schauen. Die waren ja jetzt alle zusammen. Aber wenn man die ja dann zusammenlegt, macht man sie ja dann auseinander. Und dann wird die Schnur länger. Aber das soll ja auch noch ein bisschen hier zusammenhalten, dass das dann nicht schlapprig ist. Also mit den Abmessen haben wir halt jetzt geschaut. Wir haben das jetzt einfach alles rausgemacht und zusammengefaltet, so dass es dann eben passt. Weil wie man hier sieht, man braucht schon noch ein bisschen Spiel. Das hat dann alles gepasst so. Und dann haben wir einfach den Knoten ein bisschen auf Spannung reingemacht, durchgefädelt an den Knoten. Jetzt ziehe ich dann ein wenig von der anderen Seite nach. So. Drauf machen. Und es sitzt alles eigentlich schön. Jetzt kann es wieder ausleiern und kaputt gehen. Also Schilderwald und unsinnige Schilder gibt es nicht nur in Deutschland. Das Schild sagt uns jetzt an, dass eine kurvenreiche Straße bevorsteht, aber wir können kilometerweise geradeaus gucken. Haben Sie wohl mit den Schildern ein wenig verwechselt? Ja, haben Sie genauso schlampig aufgestellt, wie Sie die Straßen geteert haben. Schau doch mal diese Löcher an. Auf sowas, auf solchen Untergrund haben Sie asphaltiert. Mit solchen Steinen da drin. Jetzt weiß ich auch, was alle damit meinen, dass die Straßen aussehen wie in Polen. Aber keine Straße in Deutschland sieht irgendwie so aus. Keine, nein, nein. Man darf sich wirklich nicht mehr beschweren. Und ich habe auch keine Lust mehr, hier auf Nebenstraßen zu fahren. Dann nehme ich jetzt lieber Hauptstraßen, weißt du? Ein Traktor muss hier fast stehen bleiben zum Fahren, Mann. Wir fahren hier zwischen 5 und 7 km/h. Ja, also das macht echt keinen Spaß hier. Das Schlimme ist, wenn man so eine gerade Straße hat, ist es einfach kein Ende in Sicht. Wir fahren den ganzen Morgen hier, tuckern wir schon hier diese lange Straße entlang und wir kommen nie am Ende an. Oh yeah, und jetzt kommen richtig fette Löcher noch. Geil. Rodeo! Gibt's ja nicht. Ich hab noch nie einen Schwanenfest gesehen. Auch noch nicht. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Geschäft zum Einkaufen fürs zweite Frühstück. Und Müsli für morgen brauchen wir auch noch und Milch. Allerdings haben wir voll verplant, dass heute Mittwoch ist und dass heute ein Feiertag ist und die Geschäfte zu haben. Hinter mir ist so eine Art kleiner Kiosk, der hat 24 Stunden offen, wohl jeden Tag. Jetzt probieren wir da was zum Futtern herzubekommen. Strahlenblauer Himmel, Mann.
28,5 Grad. Ja, und in dem kleinen Shop haben wir ein Brot bekommen und so Milchreis in Quetschtuben mit Schoko-Banane-Geschmack. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwo noch Milch her, wenn nicht, wäre es nicht so schlimm. Nur Wasser wäre heute noch gut. Aber das kriegt man überall. Ja. Sehr schön. Wir fahren in den Ort rein und gleich ist der Friedhof da. Können wir gleich mal Wasser auffüllen. Oh nein, das sind alles Kunstblumen. Wir haben die Vermutung, dass es hier gar keinen Wasserhahn gibt. Eins hat ein Geweih und eins nicht. Das hat uns aber spät bemerkt. Was für ein Depp. Auto. Ja, wie befürchtet gab es an diesem Friedhof leider kein Wasser. Aber wir sind dann an einer Tankstelle vorbeigekommen und haben ein bisschen Wasser auf der Toilette aufgefüllt, so viel ging. Der Wassersack hat so schwer ins Waschbecken gepasst. Jetzt gibt es erstmal eine Schattenpause. Jo. Paris! Disneyland ist da drüben. Davon läuft Goofy. Goofy. Davon steht der Eiffelturm. Wir haben endlich mal eine Wiese gefunden. Hier reiht sich wirklich ein Feld an das andere und ein Ort nach dem anderen kommt. Schwierig, eine Wiese zu finden. Vor allem mit Schatten. Mhm. Wir sitzen jetzt im Schatten vom Tandem. Wir haben es heute geschafft. Mein Hintern tut ganz schön weh. Deine auch. Ja. Wie viel haben wir denn heute gemacht? Weißt Keine du noch Ahnung. Nicht. Ne? Schauen wir gleich mal nach. Jetzt geht's wieder weiter weg. Ja.